Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich freue mich jetzt auf ein interessantes Gespräch, auf eine Person, die in Rüsselsheim etwas bewegen möchte. Und was das ist und wer das ist, das lernen wir hoffentlich jetzt ein bisschen kennen. Wir haben uns vorher abgesprochen, dass wir uns mindestens 3 Fragen überlegen, die wir uns gegenseitig stellen, um ins Gespräch zu kommen. Und ich hoffe, Sie profitieren etwas davon, von unserem kleinen Gespräch. Ja, Frau Dr. Meiritsch, erstmal sehr schön vielen Dank, dass das Gespräch zustande kommen kann. Sie hatten darum gebeten, jetzt bin ich da. Ja. Sie haben gesagt, jeder soll gerne mal Hallo sagen, Termin vereinbaren. Das habe ich getan, das haben wir getan. Das findet jetzt statt. Und bevor wir zu den eigentlichen Fragen kommen, Sie kommen von ein bisschen weiter weg. Nicht ganz weit weg, aber man hört es an Ihrer Sprache, an Ihrer deutschen Sprache, die einen Einfluss hat. Und der kommt aus Österreich, das hört man deutlich heraus. Jetzt sind Sie hier in Hessen. Da wird hessisch gebabbelt, ja, wie der Hesse so sagt. Was ist Ihnen denn schon an der hessischen Sprache aufgefallen? Und können Sie mit Begriffe wie Kaffee, Stickschel und Bobbes was anfangen? Ja, da gibt es ja auch skurrile Worte in der hessischen Sprache. Was haben Sie da schon kennen, schätzen oder vielleicht auch, wo Sie sagen, ups, was ist das? Ja, das ist ganz schwierig, weil alle sich bemühen, mit mir sozusagen Hochdeutsch zu sprechen. Aber wenn mir Hessisch begegnet, muss ich meistens nachfragen, weil es ist ja nicht nur Hessisch, sondern es ist Hessisch in einer bestimmten Geschwindigkeit. Ja, und wir Österreicherinnen neigen zum Strudelteig und der ist eben etwas gemütlicher und dann ist die Sprache auch langsamer. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe eines der ersten Geschenke, die ich bekommen habe, war Hessisch für AnfängerInnen. Mhm. Und ich habe noch keine Zeit gehabt reinzulesen. Mhm. Neulich, also es ist jeden Tag, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber es ist jeden Tag mindestens ein Wort dabei, was neu für mich ist. Und dieses neue Wort frage ich dann nach und dann sage ich das österreichische Pendant und habe festgestellt, dass die Hessinnen lieber Österreichisch lernen. Also jetzt inzwischen reden schon alle fast Österreichisch mit mir. Mhm. Mhm. Aber Sie wissen, was ein Kaffeestückchen ist und was der Bobbes ist, wissen Sie auch? Nein, das weiß ich nicht. Also ein Kaffeestückchen? Also ein Teilchen, das man in einer Konditorei kauft. Ja? Und der Bobbes ist das Hinterteil, der Popo. Da sagt der Hesse Bobbes drüber. Das ist aber herzig. Das ist doch ein schönes Wort. Ja. Ja. Das finde ich nämlich auch ein schönes Wort. Das ist wunderbar. Bobbes finde ich sehr entzückend. Ja, Kaffeestück, Tortenstück. Na, wie war das? Kaffeestückchen. Auf Hessisch Kaffeestückchen. Ein Kaffeestück. Ja, Kaffeestück. Also ein Teilchen, sagt man in Nordhessen, glaube ich. Ja. Na, ich hole mir ein Teilchen aus der Konditorei. Okay. Ja, ein weites Feld. Ja. Ja, in der Schweiz sagt man Skürzli und in Österreich sagt man, naja. Naja, sagt man erstmal. Naja, schau mal. Nein, ich weiß gar nicht. Ja. Aber wie sagt man bei uns ja ein Tortenstück? Ja. Ja. Also ein Kaffeestückchen kann aber auch, das können verschiedene Sachen sein. Das ja, ein eben, Überbegriff, es ist ein Kürzli, aber das gibt es so genau im Österreichischen, glaube ich, nicht. Oder wenn, dann habe ich es vergessen. Ja. Kommen wir von den Leckereien zu der harten Arbeit. Sie haben im Mai diesen Jahres Ihren Job hier in Rüsselsheim angefangen. Betriebsleiterin Kultur 123, eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Ja, das ist ein breites Feld hier in Rüsselsheim, das es da zu beackern gibt. Jetzt sind Sie ein Mensch, der sehr breit aufgestellt ist, wenn man sich mit Ihrer Biografie, mit Ihrer Berufsbiografie beschäftigt. Das habe ich natürlich getan. Ich will das nicht alles aufführen, das muss man dann selber mal nachlesen. Aber das ist ein breites Feld, Management, Kunst, alles ist dabei. Da sind wir sehr froh, dass wir jemanden haben, der so breit aufgestellt ist hier in Rüsselsheim. Jetzt ist aber die Frage, und ich will mich mal auf eine besondere Art nähern, auch die Kunst, die Sie selbst gemacht haben, machen, ist ein Teil Ihres Lebens, Ihrer Berufsbiografie. Und ich will mich mal über diesen Weg so ein bisschen nähern mit der ersten Frage. Sie sind jetzt hier in Rüsselsheim. Sie beginnen Rüsselsheim kennenzulernen. Und wenn Sie ein Kunstwerk beauftragen dürften, schaffen dürften, sich aussuchen, skizzieren dürften, sagen wir mal, das soll schon ein bisschen was sein. Sie bekommen 50.000 Euro und Sie sollen für Rüsselsheim sich etwas ausdenken. Ja, was mit dieser Stadt etwas zu tun hat, was Sie so wahrnehmen in dieser Stadt, wie würde das aussehen, was hätte das mit Rüsselsheim zu tun? Hätten Sie da eine Idee? Ja, ich habe da einige Ideen. Also
Der erste Impuls, den ich hatte, war, na, ich will kein statisches Kunstwerk. Mhm. Also schon gar nicht eines, das einem bestimmten Genre eindeutig zuordnenbar wäre. Zum Beispiel, was weiß ich, eine Plastik oder ein riesiges Gemälde oder keine Ahnung. Ja, so. Da habe ich gedacht, nein, das ist nicht was, was hier gebraucht wird. Ich würde ja eine künstlerische Intervention empfehlen. Sagen wir, ich habe 50.000, was ja für ein einzelnes Kunstwerk von hoher Qualität gar nicht viel ist. Nee, das ist ja. Viel, ja. Also aber wir sind auch bescheiden in Rüsselsheim. Ja, aber die Künstlerinnen vielleicht nee, nicht, ne? Der Anspruch eventuell nicht, ja. Also es ja. Mag schon sein, dass Rüsselsheim bescheiden ist, aber ich bin es nicht, ja. Mhm. Ich habe mir eher überlegt, mir würde Spaß machen, zwei Dinge. Eine künstlerische Interventionen kann auch das Format einer Reihe sein, die Stadtgemeinschaft involviert und auch vergegenwärtigt, also in die Gegenwart bringt. Ja, sowas ja. Wie Weckrufe. Mhm. Ja, so. Und dabei, also das können Performances sein, Aktionskunst, weiß ich nicht, Installationen, mobile vielleicht, etwas Interaktives, Vermittlerisches auch. Das habe ich mir lustig vorgestellt, durchaus auch skandalös, also mhm. Leise stelle ich es mir nicht vor, auf keinen Fall. Ich stelle mir da so eine Reibung vor, ne? Dass die einen sagen, wow, super, da geht was ab, und die anderen sagen, Gottes Willen, was hat denn die da gemacht? Mhm. Das wäre schön, also einfach, dass das Herz berührt wird. Ist mir weniger wichtig, ob man es gut oder schlecht findet. Und von dort war ich dann natürlich sehr schnell bei einem besonders lustigen Gedanken. Ich war jetzt schon in etlichen Sitzungen, die unter anderem Sie geleitet haben. Und das war ja schon ein Erlebnis, teilweise der anderen Art, aber gut, das ist jetzt sehr subjektiv. Und da könnte man natürlich auf Beuys und seine soziale Skulptur zurückgreifen, und es würde mir unglaublich Spaß machen, das Stadtparlament und die Politikerinnen zur sozialen Skulptur zu erklären. Mhm. Das würde dann bedeuten, dass sie zu Künstlerinnen erklärt werden und ihr Handeln eben auch. Mhm. Und dann würde ich sagen, alles, was spannend. Da stattfindet, ist bereits die Kunst. Und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen so intervenieren im Sinne, wie ist denn das, wenn man richtig Künstlerin ist, wissen Sie, so ein bisschen... ja, so ein bisschen auch etwas Ausgefallenes reinbringen, ein bisschen ein paar Kreativitätsstrategien, und dann könnten das alle sehen, wie unsere Rüsselsheimer Künstlerinnen im Parlament agieren und tun, und das wäre eine Kunstaktion, das wäre doch gut, oder? Super, ja, ich finde es spannend. Und könnte man dann noch so hübsche Begriffe einwerfen, ne, wo alle dann ad hoc reagieren müssen, dann könnte man Beschlüsse herbeiführen zu absurden und weniger absurden Dingen, ne? Da könnte man dann Rollentausch machen, dass plötzlich die CDUler die SPDler wären und umgekehrt oder überhaupt. Das stelle ich mir fantastisch lustig vor, also wirklich. Genau, und das könnte man dann projizieren, weiß ich nicht, auf der Fassade des Opel Altwerks oder auf dem Boden des Bahnhofplatzes oder so wie. Also ich glaube, das müssen wir machen, das hört sich so toll an. Nein, das ist toll, das ist toll. Also, super. Ja, genau. Gut, das war meine erste Frage, jetzt kommen Sie. Tja, ja, und warum hat die Politik oder Politikerinnen so viel Angst? Das ist so nach dem Motto, was ich immer schon wissen wollte. Das wollte ich immer schon wissen. Also ich soll Ihnen den Hintergrund meiner Frage erklären. Der Hintergrund ist, dass Sie seit einiger Zeit, also sicher so in einem sich steigenden Rhythmus irgendwie feststelle, dass Politikerinnen sehr angstvoll agieren. Ja? Also das äußert sich für mich zum Beispiel darin, dass die Bürokratie wächst. Also wenn ich mich zurückerinnere, was ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gebraucht habe, um mein Land zu wechseln, und was ich jetzt vor 2 Monaten gebraucht habe, das ist ein Vielfaches. Und Bürokratie schützt ja auch. Ne? Man hat einen schönen Check-Katalog, man muss eigentlich nichts entscheiden, das sind Formalkriterien etc. Ich bemerke es auch daran, dass quasi unhinterfragt ideologische Konzepte wie zum Beispiel Neoliberalismus einfach übernommen werden. Ja? Wir hören seit Jahrzehnten Sparpakete.
Dann aber immer in den gleichen Bereichen. Also immer Soziales, Bildung, Kultur, die Alten, die Jungen, die Schwachen, alle die sind dann immer betroffen von diesen Sparpaketen. Das ist so durchschaubar. Und es hat, und dann wollen alle auch dann wieder gewählt werden, weswegen ihre Sätze nahezu aussagelos sind und so im Kreis sind. So, und das ist für mich Angstpolitik. Es ist nicht, kein Mut mehr da, wenn ich an meine Elterngeneration sehe. Klar, waren andere Zeiten, waren sattere Zeiten, Aufbau etc. Aber da gab es politische Persönlichkeiten, die richtig mutig waren, die einfach auch manchmal Sachen durchgezogen haben, die vielleicht nicht populär waren. Ja? Und vielleicht viel Geld gekostet haben, natürlich. Ja? Also so, warum ist das so? Erklären Sie mir das einmal. Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich will mal so ein Also zwei Stränge sehe ich. Das einmal ist die Veränderung der Medien, die wiederum Einfluss auf die Politik haben. Und das andere sind politische Strukturen. Also wenn wir jetzt mal die Politik, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ja, da ist ja festzustellen, die Medienwelt hat sich extrem geändert. Ja. Es wird alles immer viel, viel schneller. Es ist eine viel größere Konkurrenz. Und wir haben das Internet, wir haben die sozialen Medien, die auf Politik einen enormen Einfluss haben. Ja. Ja. Es entsteht ein viel größerer Druck auf die Politik. Es besteht aber auch die Möglichkeit für viele, sich zwar zu äußern, aber da sind, das wissen wir alle, auch Dinge dabei, die kein Mensch von uns gebrauchen kann. Ja, das ist so. Das ist erstmal diese eine Rahmenbedingung, die es für Politik schwierig macht. Das andere, das wird, glaube ich, aber etwas weniger beleuchtet, ist die Struktur der Politik. Ich bin ein großer Anhänger der repräsentativen Demokratie. Was heißt denn das eigentlich? Vereinfacht gesagt heißt es ja, wir wählen Menschen in die Parlamente, in die Verantwortung, die für uns Entscheidungen treffen und auch sie auch ausführen. Ja? Legislative, Exekutive. Das halte ich grundsätzlich für ein sehr erfolgreiches Modell. Warum ist das erfolgreich? Dazu muss man das Gegenmodell, und da sehe ich einen Gegentrend gegen die repräsentative Demokratie, und zwar die direkte Demokratie. Das hört sich ja erstmal an. Es gibt diesen schönen Satz, direkte Demokratie ist mehr Demokratie. Diesen Satz würde ich nicht unterschreiben. Ich bin ein Gegner dieses Satzes. Vor allem in seiner Absolutheit. Wir haben ja viele Elemente der direkten Demokratie umgesetzt. Zum Beispiel früher wurden Bürgermeister, Oberbürgermeister vom Parlament gewählt. Dann haben wir irgendwann gesagt, nee, die sollen vom Volk gewählt werden. Mehr direkte Demokratie. Wir haben mehr Bürgerbeteiligung. Das finden ja alle erstmal gut. Die Bürger können Bürgerentscheide hier in Hessen durchführen. Ja, wenn ihnen irgendwas nicht passt, was die Politik, die Verwaltung entscheidet. Das hört sich alles erstmal gut an. Aber was bedeutet das in der Endkonsequenz? Das heißt in der Endkonsequenz, ich übertreibe jetzt mal bewusst, es treffen sich drei Leute, die sind mit irgendwas unzufrieden, gründen eine Bürgerinitiative und stoppen irgendwas. Meistens sind das Projekte, ich sage es jetzt mal bewusst negativ, es gibt viele positive Beispiele, das sind die selbst betroffen, das ist legitim, ja? Man will diese Straße vor seiner Haustür nicht haben, ja? Dann kämpft man dagegen. Wenn die Leute, sagen wir mal, Akademiker sind, gut gebildet, gut geschult, dann wissen die, wie man sowas macht, wie man mit Öffentlichkeit arbeitet, wie man mit Medien arbeitet, mit den sozialen Medien arbeitet, wie man benutzt, wann man einen Rechtsanwalt einschaltet, wann man Medienberater einschaltet. Und dann kann man mit wenig Personal sehr viel Einfluss aufüben. Auf die Politik, was ich am Anfang gesagt habe, über soziale Medien, über diese ganzen jetzt noch stärkeren Mittel, die man nutzen kann. Ja? Und ich glaube, dass bis zum gewissen Grad ist es okay, sogar gut, aber wir müssen aufpassen, dass dieser Grad nicht zu hoch wird. Und ich glaube, das, was Sie empfinden, dass Politik Angst hat, ist genau das Ergebnis davon. Wenn Sie heute als Politik eine Entscheidung treffen, auf der kommunalen, auf der Landes-, auf der Bundesebene, und es ist eine Entscheidung zu einem komplexen Zusammenhang, zu einem sehr komplexen Zusammenhang, dann ist es fast immer so, dass irgendjemand davon keinen Vorteil hat, keinen unmittelbaren. Ja? Und diese Gruppe hat es aber unglaublich leicht, dagegen, ich übertreibe jetzt auch hier bewusst, zu polemisieren und dieses Projekt zu stoppen, zu bremsen, abzubremsen, in andere Richtungen zu lenken. Und das ist schwierig. Ich glaube, dass es gut ist, und da komme ich wieder zur repräsentativen Demokratie, wenn wir sagen, Politik, mach uns ein Angebot. Ja? Sag uns, wo du hin willst, die verschiedenen Parteien im Ende. Ja? Und dann treffen wir Wähler eine Entscheidung, welches Angebot von der Grundrichtung her hätten wir gerne, und dann setzt das um. Aber setzt es um. Am Ende wollen wir bewerten, was dabei rausgekommen ist. Ja? Und dann sagen wir, gefällt uns, wählen wir wieder, gefällt uns nicht, wählen wir nicht wieder. Ja? Ich vereinfache etwas.
Das halte ich für gut, weil es, die Politik muss die Möglichkeit haben, größere Projekte im Stück, im Wesentlichen, das wird nie zu 100% passieren, auch mal umzusetzen. Und das ist das, was Sie wahrscheinlich empfinden. Wenn man Angst davor hat, weil der nächste Shitstorm droht, weil man mal was gesagt hat, mal pointiert zu einem Punkt, dann zieht man sich zurück und dann bewegt man sich im Klein-Klein und ganz am Ende nämlich in der Bürokratie. Ja? Ja. Dann bewegt man sich innerhalb der Vorschriften, innerhalb der gesetzten Dinge, die schon vorhanden sind und größere Würfe sind kaum noch möglich. Ja? Wir brauchen aber gelegentlich auch mal einen größeren Wurf, wo was verändert werden muss. Ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Was aus meiner Sicht wirklich ein Riesenproblem ist, ist die Digitalisierung / Datenschutz. Wir haben das jetzt, glaube ich, bei der Pandemie jetzt erlebt. Datenschutz ist was Wichtiges, ist überhaupt keine Frage. Ja? Wir müssen digitalisieren, ist auch überhaupt keine Frage. Es taucht aber ein Problem aus. Wir müssen ja als Politik, das ist ja eine unserer Aufgaben, abwägen zwischen verschiedenen Zielen. Und da muss man gelegentlich auch mal sagen, wir müssen jetzt in dieser konkreten Situation das eine Ziel etwas höher nehmen als das andere, zum Beispiel Datenschutz, um ein höheres Gut, zum Beispiel die Gesundheit, zu erreichen. Da wird es Protest geben, da wird es Widerstand geben, ja, aber das muss vielleicht dann auch mal durchgesetzt werden, ja, um ein höheres Ziel, was nicht allen vielleicht sofort einleuchtet, umzusetzen. Natürlich innerhalb des demokratischen Systems und innerhalb der demokratischen Kontrolle, völlig klar. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo dann Politiker oft Angst haben, ja, und dann lieber sagen, ja, nee, lass uns lieber mal kleine Schritte machen, ja, eigentlich wäre der Größere richtig, aber wenn ich den Größeren raushaue, bekomme ich so einen Shitstorm, ich bekomme so viel Gegenwind und es droht, da haben Sie recht, bei der nächsten Wahl werde ich nicht gewählt, ja, weil dann doch immer was hängen bleibt, ja, oder hat er einfach mal einen rausgehauen oder die hat einen rausgehauen und das ist doch hier mal zu kritisieren, da mal zu kritisieren, ja. Ja. Mhm. Mir ist es lieber mal, die Politik muss, deshalb repräsentative Demokratie, einen Auftrag bekommen, dafür muss sie gewählt werden und dann muss sie den umsetzen und dann muss es bewertet werden. Muss sagen, nee, das war nichts oder es war toll. Mhm. Ja? Und da gehen wir, glaube ich, in eine Richtung, wo Angstpolitiker produziert werden, die sagen, oh, ich gehe lieber den sicheren Weg, da werde ich wieder gewählt. Es sind zwar nur kleine Schritte, es hätten eigentlich größere sein müssen, aber ich habe zu viel Angst vom nächsten Shitstorm, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ja. Da möchte ich jetzt nachstechen. Gerne. Ja. Ja? Also, dass man nicht wiedergewählt wird, ich meine, wer war das, Helmut Schmidt? Oder war das Demokratie ist Herrschaft auf Zeit? Genau. Ja. Ja? Ist Herrschaft auf Zeit, das weiß ich von vornherein, wenn ich gewählt werde, werde ich auch irgendeinmal nicht gewählt. So ist das. Das ist einmal, da habe ich ja überhaupt kein, das ist halt so. Gehört dazu. Ja? Das gehört zum Berufsbild. Das heißt, das ist für mich kein wirklich ernstzunehmendes Argument, aber wenn Demokratie quasi wie bedeutet Mitbestimmung, das bedeutet sie ja, egal ob repräsentativ oder direkt, in jedem Fall und insbesondere in der direkten Demokratie, und ich habe jetzt 10 Jahre in der Schweiz gelebt, ja, direkter Demokratie, bin ein Fan davon. Mhm. Aber was es dann natürlich braucht, ist mündige Bürgerinnen, womit wir bei dem Thema Bildung sind, da muss ich Sie ja glatt fragen, dann ist aber quasi, weiß ich nicht, in Rüsselsheim, ich fahre durch Rüsselsheim, ich fahre 3 Kilometer, habe vier Radars, ja? Keine Ahnung, ich will irgendwas anmelden, habe 7 Formulare und so weiter und so fort. Das heißt, es wird a priori angenommen, ich fahre zu schnell. Na? Mhm. Es wird mir nie quasi das Vertrauen zugesprochen, dass ihr das entscheiden könnt. Und das ist eine Sache, ja, was passiert denn hier mit Bildung? Ne? Mhm. Man könnte es auch ganz anders. Ne? Also ich habe es auch 10 Jahre anders erlebt. Ja, ja, ja. Da wird der Bürgerin quasi das a priori, von vornherein, das Vertrauen zugesprochen, dass sie in der Lage ist, autonom, mündig und gesellschaftlich verantwortlich ihre Wahlstimme abzugeben zu bestimmten Themen, dass sie sich ja im Vorfeld erkundigt, dass sie das bewerten, analysieren etc. kann. Also was ist da los mit dem Bereich Bildung, wenn die Politik quasi oder wie auch immer, also so, es ist ja auf allen Ebenen, also sowohl in der Legislative als auch in der Exekutive, überall das Gleiche. Ne? Mhm. Naja. Da haben sie irgendwie keine mündigen Bürgerinnen herangezüchtet. Ja, das... Also das, jetzt mal so provokativ. Ja, nee, das ist völlig nachvollziehbar. Zum Thema Schweiz, mal ein konkretes Beispiel. Ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit direkter Demokratie. Es gibt viele Sachen, die mir auch in der Schweiz gefallen, gerade politisch, auch mit dem
es gibt durchaus auch, ich habe das jetzt mal pauschal gesagt, es gibt Elemente, die finde ich auch gut, die will ich auch nicht zurückdrehen mit der direkten Demokratie. Das ist ja nie, es gibt es nicht schwarz und weiß, das kommt immer auf die berühmten Grautöne an. Aber es gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel aus der Schweiz, eine kleine Kommune. Die Schweizer Kommunen dürfen auch sehr viel selbst entscheiden. Wurde gewarnt, wurde gesagt, also durch euch, euer Gebiet fließt ein Bach, oder ja, größerer Bach. Ihr müsst euch darum kümmern, ihr müsst da Dämme bauen. Ja, das Blöde an der Sache ist, da müsst ihr Grundstücke hergeben, damit wir die Dämme da bauen können. Baut die Dämme, weil wir wissen, die Wissenschaft sagt uns, dann und dann wird es Überschwemmung geben. Dann haben die das diskutiert, da mussten wertvolle Grundstücke hätten abgegeben werden müssen. Nee, wollen sie nicht. Sie wollen das Risiko eingehen. Dann gab es da dreimal Abstimmung drüber. Dreimal haben die Nein gesagt. Ja? Also wie gesagt, die übergeordnete Politik hat gesagt, mach das. Ja? Die Wissenschaft sagt, gefährlich. Die haben dreimal abgelehnt und dann kam das Hochwasser. Und das hat riesige Schäden verursacht. Ja? Dann haben natürlich alle Ach und Weh geschrien. Ja? Jetzt kann man sagen, okay, ihr habt das so entschieden, das ist dann euer Pech. Ja? Ist natürlich auch ein speziell jetzt rausgegriffener Fall. Was will ich damit sagen? Da war natürlich das ganz harte Eigeninteresse, wir wollen unsere Grundstücke da nicht hergeben, ja? Gegenüber dem übergeordneten Allgemeininteresse, ihr müsst, also in deren Sinne eigentlich, ja, das Allgemeinwohl, ihr müsst euch um eure Sicherheit kümmern. Ja? Es geht auch am Ende um Menschenleben, so ein Hochwasser ist nicht ganz ungefährlich. Ja? Also da stößt direkte Demokratie an ihre Grenzen, finde ich. Ja? Das muss man dann austarieren, das ist das eine. Das andere Beispiel, Bildung, finde ich ganz wichtig. Ich wäre der größte Anhänger von direkter Demokratie, wenn wir den Zustand hätten oder annähernd hätten, dass die Bürger die Chance hätten, sehr komplexe Zusammenhänge zu verstehen und auch zu beurteilen. Wenn sie die Chance hätten, die haben ja viele gar nicht. Die Chance haben viele gar nicht. Ja? Also jetzt lassen Sie die Leute mal über unser Gesundheitssystem abstimmen. Also ich bin jemand, der sich ein bisschen intensiver als die meisten Menschen mit Politik interessiert, weil es mein Hobby ist, ja, und damit beschäftigen. Ich würde nie für mich in Anspruch nehmen, dass ich alles verstehe in unserem Gesundheitssystem, wie das aufgebaut ist, die verschiedenen Interessensgruppen, warum, was, wie geregelt ist. Ja. Wüsste ich vielleicht ein paar Sachen, aber das ist ein sehr, sehr komplexer Zusammenhang. Und jetzt in der direkten Demokratie sollen die Bürger darüber abstimmen, welches Modell wir da haben. Das ist schon sehr schwierig. Da sind wir Politiker lieber, die sich da intensiv mit beschäftigen und deren Aufgabe ist es, den Menschen zu erklären, wie sie das sehen, was sie gerne ändern würden. Und dann sollen die Politiker, die Menschen diese Politiker wählen. Ja? Mhm. Aber wenn bei einer direkten Demokratie, da muss ja am Ende immer mit Ja oder Nein entschieden werden. Ja? Sind für etwas oder gegen etwas. Und dann stimmen sie über hochkomplexe Sachen mit Ja oder Nein ab. Ich meine, Brexit brauche ich jetzt nicht zu nennen, ja, das ist der Klassiker mittlerweile. Ja. Aber auch, wie gesagt, ich mache es mal fest an Gesundheitssystem oder nehmen Sie das Rentensystem oder nehmen Sie irgendwas. Ja. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Ja. Deshalb bin ich da sehr skeptisch. Ja. Ich bin für Elemente, ich finde es gut mit Kumulieren, Panaschieren, ja, dass die Menschen auch beeinflussen können, wer in den Parlamenten sitzt. Aber ich finde, es muss Grenzen haben. Aber übrigens zu den Abstimmungen, es ist wirklich ein Einzelfall, weil vor etlichen Jahren hat die Schweiz darüber abgestimmt, ob man mehr Urlaubswochen, also vorgeschrieben sind, die an bestimmten, das ist also progressiv, je älter man wird, desto mehr Urlaubsanspruch, und ob man mehr weniger Wochenstunden hat. Da haben sie zum Beispiel abgestimmt, die Wochenstunden bleiben und nein, wir haben nicht mehr Urlaub, weil wenn eine Firma das quasi als Gürzli, jetzt haben wir wieder den, wie hat das geheißen? Kaffeestückchen. Ja, also so sind, also da haben sie sehr wohl den komplexen Zusammenhang von Urlaub, Wochenstunden und wirtschaftlichen Auswirkungen erkannt, in vielen auch nicht. Und ja, und man muss halt einfach auch zugeben, es geht nicht nur um Eigeninteressen, sondern es geht auch darum, dass Menschen sehr viel über Fehler lernen. Das heißt, wenn das überschwemmt worden ist, dann haben sie es mal erlebt. Ja, und das ist ein Erfahrungswert, wo ich sage, okay, der hat Millionen gekostet, dieser Lernprozess, aber er ist darum nachhaltig. Das werden sich noch die nächsten 20 Generationen und vielleicht wird sich das ja dann auch herumsprechen. Also genau, und auch zum Gesundheitssystem. Also ich sehe quasi wie in der Wurzel. Ne? Man muss da jetzt einfach sehen, da gibt es eine lange Tradition der Konsensfindung und eine lange Tradition eines holistischen Blickes, dass man eben nicht nur die Eigeninteressen, und das ist der Punkt, wo ich sehe, dass in anderen Demokratien quasi wie Defizite da sind. Wir sind nicht mehr gewohnt,
Konsens herbeizuführen. Ja? Ja. Wir sind gewohnt, jeden kleinsten Mist von mir aus auf Facebook zu publizieren. Wir sind es gewohnt, nicht zu denken, bevor wir sprechen. Wir haben nicht gelernt, was bedeutet Zusammenarbeit und damit auch Konsensfindung. Das wären substanzielle soziale Kompetenzen, die von früh weg geschult werden müssten. Ja? Damit einhergehen Analysekompetenz, Interpretations-, Analysefähigkeit etc. etc. Und da, denke ich, ist eben diese angstvolle Politik eben genau eine, die das auch noch dynamisiert. Klar, es haben nicht alle Schichten die Möglichkeit. Es gibt ganz tragische Schicksale, aber hoffentlich sind das ja die Minderheit. Wir sind ja im ersten Weltland, nicht in einem zweiten Weltland oder so. Ein letztes Beispiel. Es gab in Hamburg mal eine Abstimmung, ich vereinfache etwas über Schulsysteme in Hamburg. Und dann wurde darüber abgestimmt. Ich will gar nicht sagen die Details, aber klar war, wenn, es gibt ja in Hamburg, weiß man ja, Bezirke, Stadtteile, da wohnen eher die wohlhabenderen Leute, ja, und da gibt es Stadtteile, da wohnen eher die nicht so wohlhabenden, ja. Und es war ganz klar, wer wie abgestimmt hat, über das Bildungssystem. Und vor allem das Schlimme war, in den weniger Wohlhabenden, da war natürlich die Wahlbeteiligung am geringsten. Bei den Wohlhabenden war die Wahlbeteiligung extrem hoch, ja, also ums Bildungssystem. Aber da werden ja dann Strukturen verfestigt, ja. Und da finde ich es sehr schade, dass sozusagen ein Teil der Bevölkerung seine Interessen nicht vertritt. Ja, und es war eine direkte Abstimmung über dieses, im Prinzip über das Schulsystem, über Schulsysteme. Und das finde ich dann sehr schade. Ja. Und da ist es mir lieber, wenn was zwischengeschaltet ist. Aber es ist eine spannende Diskussion. Es hat beide, es gibt gute Argumente für mehr Demokratie. Es gibt aber auch sehr gute Argumente für die repräsentative Demokratie. Und man muss es am Ende austarieren. Also worin wir uns auf jeden Fall einig sind, wir sind Fans von Demokratie. Absolut. Beide. Da, das ja, also ist der Rahmen. Das ist dann völlig klar. Am Ende, das ist völlig klar. Also nach der Demokratie kommt zu sozusagen lange nichts. Ja, oder ganz lange nichts. Mehr ganz lange nichts. Ja. Es geht im Prinzip um so ein paar Stellschrauben. Mhm. Ja. Also niemand ist für absolut das oder absolut das, sondern es geht um die Feinjustierung. Aber das hat schon einen großen Einfluss. Mhm. Ja. Mhm. Gut, so, wer ist dran? Ich muss jetzt wieder eine Frage stellen. Mhm. Ja, mich würde mal interessieren, wenn Sie es mal fokussieren, Ihre Arbeit, die jetzt hier ansteht, auf drei Bereiche. Vielleicht können Sie es auch sehr konkret mal machen, wo Sie sagen, in dem breiten Feld, wo Sie überall tätig sind, was sind Dinge, wo Sie sagen, das ist meine Zielsetzung, da würde ich gern X oder Y verändern. Da sehe ich eine klare Richtung, wo ich gern Rüsselsheim neu justieren muss, in meinem Bereich, ja, wo die Reise hingehen soll. Was könnten Sie da benennen? Also zunächst einmal für unsere ZuschauerInnen, Kultur 123 beschäftigt sich sowohl mit Bildung als auch Kultur. Im Bereich der Bildung haben wir die Volkshochschule und die Büchereien, auch die Musikschule, und im Bereich der Kultur haben wir Kunst, Kultur, Theater, wo wir hier ja auch gerade sitzen. Ich habe das Glück, ich bin in einen Betrieb eingestiegen, der von den Kompetenzen, die da wirksam werden, und von den Personen her ausnehmend engagiert und sich, denke ich, doch sehr professionalisiert hat. Ja? Also da habe ich mal Glück, dass vom Ablauftechnischen, von der Ablauforganisation sehr viel in Ordnung ist. Ich habe allerdings das Pech, dass die Sparübungen der letzten Jahre, hallo, das war ein Vorwurf, wirklich den Betrieb auch gezeichnet haben. Also es gibt so Bereiche, die nicht abgedeckt oder wenig abgedeckt oder kompliziert, sehr ressourcenintensiv abgedeckt sind, weil kein Personal hier ist, dann wird das so improvisiert. Also alle diese Bereiche möchte ich mal zunächst wieder einfordern von der Politik. Es gibt auch Handlungsbedarf, zum Beispiel was unseren Webauftritt angeht, der ist jetzt schon ein Jahrzehnt nicht relaunched, und ich brauche Ihnen nicht erzählen, was technologisch in diesem Jahrzehnt passiert ist. Aber das sind funktionale Dinge. Wirklich interessant wird es dann, wenn es um die Programmatik geht. Ja. Also wie überall haben diese Sparübungen natürlich auch hier dazu geführt, dass es Teile gibt, die auch angstgetrieben sind, weil sie auch Gewinne machen müssen. Ja? Und dann hat das natürlich Rückwirkungen auf das zum Beispiel Niveau von den Personen, die man anspricht. Also man geht sozusagen so einer, man ist so auf den Schlichen nach einer Kundinnenorientierung, anstatt dass man sich sagt,
man will aber auch was bieten für die Menschwerdung, für das Wachstum. Ne? Also so, da gibt es so Punkte, nicht viele, aber Punkte. Das heißt, die Programmatik wird mir sehr wichtig sein. Wobei ich jetzt hier eindeutig sagen muss, hier wird Qualität extrem verteidigt. Also wenn ich mir das Programm von der Volkshochschule anschaue, da werden sehr viele Schichten angesprochen, sehr viele sagen wir mal, problematische Themen angegangen, wie Integration und so weiter und so fort. Da ist man quasi sehr niederschwellig unterwegs, bis hin zu sehr interessant, auch für Akademikerinnen geeignet. Musik ist zum Beispiel eines der wichtigsten Komponenten, die wir vermitteln, weil die Gehirnforschung sagt ja, wenn man die Hirnforschung sagt, na, welche Kompetenzen soll man denn ihren Kindern beibringen? Was sollen denn die tun? Dann werden die sagen, Kunstunterricht. Weil das die Gehirnhälften besser verbindet und weil Kreativität, divergentes Denken, Out-of-the-Box-Denken, das sind die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, um mit den Problemen, die im Übrigen unsere Generationen angestellt haben, Umwelt, sage ich nur, Technologieentwicklung und die Folgenabschätzung dessen, weiß ich nicht, die Idee des ewig lebenden Menschen und so weiter und so fort. Das war unsere Generation, damit die mit diesen Problemen quasi dafür Lösungen finden. Und dafür braucht man neue Kompetenzen. Da ist nicht mehr so wichtig, dass man Spezialistinnen angebiet ist, sondern dass man die Dinge quasi wie neu miteinander verknüpft, weil wir haben ja alles. Aber die Knöpfe, die sind manchmal irgendwie komisch, schräg. Ja? Also das ist das eine, die Programmatik und quasi und was innerhalb der Programmatik sicher ein Thema sein wird, ist lokal, international. Dieses Spannungsfeld ist, denke ich, noch nicht ausgelotet. Die Rüsselsheimerinnen leiden, finde ich, relativ heftig an einem mangelnden Selbstbewusstsein, wie jetzt die Psychotherapeutin sagt. Ne? Also so, ich glaube, da ist was dran. Ja. Dabei, wir haben eine optimale geografische Lage. Allerdings, also wir liegen achsentechnisch genau dazwischen. Wir haben eine Hochschule hier, wir haben ein Oper-Altwerk hier, das noch gestaltbar wäre, wir haben eine Innenstadt, wo wir was tun könnten und so weiter und so fort. Also das sind so Themenspektren, die mich interessieren, auch die Interdisziplinarität, die Sachen zu verknüpfen. Ich weiß nicht, ob Sie das meiner Biografie entnommen haben, weil ich immer eine Verfechterin die Disziplinen und dort speziell halt meinen Kompetenzen entsprechenden Technik mit zum Beispiel Kunst zu verbinden, solche Dinge. Das wird spannend. Was auch so ein Steckenpferdchen für mich ist, dieses mangelnde Selbstbewusstsein, das war ja unglaublich, ist die Innenstadt. Ja. Ich finde die Innenstadt extrem spannend. Ja? Sie hat nämlich einen großen Vorteil, sie hat viel geschlafen. Na? So kann man es auch ausdrücken. Also ist sie jetzt ausgeruht. Im Gegensatz zu anderen Orten, die ja massiv entwickelt haben und die entwickelt sind, ist es ja so, dass man dort noch wenig tun kann. Also wir haben da ein Spielfeld hier wirklich. Also wir könnten viel tun, also viel geschlafen, gut ausgeruht, topfit, geht schon. Das ist so ein Thema, was mich sehr interessiert. Wie entwickelt man Innenstadt? Und was mich natürlich auch interessiert ist, wenn man sich unseren Betrieb anschaut, dann hat man das Theater quasi als eine Heimat, die ich wichtig finde, aber der Rest der Truppe ist ja eine Straßengang in Wahrheit. Ne? Also da gibt es ja völlig desolate, Entschuldigung, dass ich das so offen ansprechen muss, aber es gibt desolate Immobilien mit wenig geeigneten Räumen zum Teil. Ja. Und ich hätte gern für die eine Heimat. Und weil ich mich einmal in dieses Altwerk, in dieses Opel-Altwerk verliebt hätte, bin ich natürlich eine massive Verfechterin eines Kultur- und Bildungszentrums im Opel-Altwerk. Und zwar nicht alles nur, andere hätte verwundert jetzt. Ja, genau. Ja. Und zwar nicht nur für Kultur 1, 2, 3. Ich glaube zutiefst, dass eine Stadt ganz verschiedene Biotope von Kunst und Kultur und Bildung braucht. Und das bedeutet, dass in dieses Bildungs- und Kulturzentrum hoffentlich auch die freie Szene, die sehr wichtig ist, ja. Natürlich tut sie mal Salz in die Wunden streuen, auch wir tun das, aber das ist wichtig für eine Demokratie, das stärkt Demokratie, auch die sollen dorthin, ja. Und man soll auch Neuansiedlungen machen, irgendwie attraktiv werden, das muss ja gehen, ja. Also von wegen. Ja, weniger Angst, mehr hockt er besser, geht schon. Ja, so, jetzt war es auf Schweizerdeutsch und auf Österreichisch. Gut, jetzt sind Sie wieder dran mit einer Frage. Jetzt bin ich wieder dran mit der Frage, ja, wenn wir schon beim Thema sind, Kultur 1, 2, 3, wo wünschen Sie sich das in 5 bis 10 Jahren? Also was glauben Sie, was wir
tun können sollen, ja, wenn sie alles hätten, was sie dafür brauchten, Geld, ja, politische Mehrheiten, keine Angst vor abgewählt zu werden, was würden sie tun? Also eigentlich haben Sie die Frage schon beantwortet, in dem, was Sie Ihnen gesagt haben, da kann ich vieles unterschreiben. Also wenn ich die verschiedenen Bereiche mal als einen Bereich zusammenfasse, was wünsche ich mir? Ich glaube, also Rüsselsheim ist ja eigentlich eine junge Stadt. Wir haben viele junge Menschen. Wir sind eine besondere Stadt. Wir haben einen hohen Migrantenanteil. Ja? Und ich glaube, wir haben viele Menschen, die nach oben wollen, die aufsteigen wollen. Ich würde mir Rüsselsheim als eine Aufsteigerstadt wünschen. Und da könnte Kultur 1, 2, 3 sehr viel leisten. Mhm. Ja? Insbesondere alles, was mit Bildung zu tun hat. Und zwar so, wie Sie es auch beschrieben haben, mit den verschiedenen Facetten. Da gehört Kunst auch dazu. Da gehört aber ganz banal dazu Weiterbildung. Ja, ganz, genau, ganz basic. Mhm. Ja, dass man Sprachen lernt, dass man sich Kompetenzen aneignet. Ja, das halte ich für ganz wichtig, dass es da nach vorne geht. Ich halte es für wichtig, und das haben Sie auch schon gesagt, man muss auch mal, ich sag mal, einen Stein in den Teich werfen. Ja, und der muss Wellen erzeugen. Mhm. Und diese Wellen, die müssen aufklatschen. Die muss man hören, die muss man sehen. Das heißt, da steckt ein bisschen Provokation drin, da steckt aber auch ein bisschen Kreativität drin, Innovation, mal was Neues wagen. Das darf auch mal schief gehen. Das ist ja der große Vorteil von Kunst und Kultur, da darf ja auch mal was schief gehen. Ja. Ja. Da ist der Aufschrei noch relativ begrenzt, was ganz schlecht wäre, wenn man nichts davon hört. Ja, also sagen, na gut, jetzt sind 15 Jahre rum, ja, was waren, ja, es ist alles so gelaufen. War eh okay. War eh okay, ja, ja, alles gut, ja. Wird die Welt jetzt zwar nicht untergehen, wäre aber schade. Ja. Also ich würde mir wünschen, wenn man sagt, also daran habe ich mich gerieben, von mir aus hat mir gar nicht gefallen, ja, aber da sagen, das fand ich mal was Neues, geil, ja, da ging es mal nach vorne. Und wenn die Menschen, gerade die Jüngeren, auch sagen, Rüsselsheim ist meine Stadt, ich identifiziere mich damit, das ist auch so ein bisschen mein Thema als Stadtforenvorsteher, Identifikation mit der Stadt, selbstbewusst, und sagt, ich habe hier eine gute Startrampe bekommen. Ja? Ich habe eine Startrampe für mein Leben bekommen, ich konnte mich hier bilden, ich konnte mich hier weiterbilden, und ich habe noch Dinge, die ich vielleicht aus meinem sozialen Umfeld nicht gewöhnt bin oder war nicht von vorneweg da bekommen. Ich war mal im Theater, ich habe mal da an dem Kunstprojekt teilgenommen, obwohl das in meinem Umfeld nicht so angesagt ist. Ja? Und das hat mir was gebracht, das hat mir in meinem Kopf was verändert und hat mich nach vorne gebracht. Also Innovation, Kreativität, provozieren, ja? Aber Startrampe. Also Rüsselsheim als Startrampe, hier geht es nach oben. Hier sind die Bedingungen so gut, und Sie haben es gesagt, wir haben gute Bedingungen. Es ist eigentlich alles da. Ja, und das muss natürlich auch seine politischen Rahmenbedingungen haben, und wenn das stimmt, ja, das wäre mein Wunsch. Also 5 bis 10 Jahren muss das rüberkommen, dann sage ich, yeah. Genau, und der Unterton müsste dann sein, viel Humor, ein bisschen Flirten, finde ich ganz wichtig, so menschliche, menschliche Aspekte. Ja, also ja, so, klar. Na, also wenn ich in die Innenstadt gehe, will ich ja auch jemanden sehen. Wenn ich, richtig. Wenn ich Weiterbildung mache, ist das ja nicht nur intellektuelle Angelegenheit, das ist auch eine soziale Angelegenheit. Absolut. Ja. Also auch Theaterbesuche und so. Ja, und da muss man halt dieses Menschelnde irgendwie. Ne? Ja, ja, okay. Vielleicht sollte man Kurse geben in menschlich sein. Nein, da sind wir Menscheln. Menscheln. Also Kurs in Menscheln. Kurs in Menscheln. Genau. Ja. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, das haben Sie im Prinzip auch schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht noch mal ein bisschen fokussiert, pointiert. Was sind denn Ihre Wünsche an die Politik? Mehr Geld, mehr Ausstattung, habe ich verstanden, habe ich mitgekriegt, ja. Aber vielleicht gibt es ja darüber hinaus was. Was sind Ihre Wünsche an die Politik und an die Stadtgesellschaft? Also was hätten Sie gerne von den Menschen hier in Russland? Was hätten Sie gerne, dass die machen, tun oder bewirken oder, ja. Also Ihre Anforderungen, wenn man es mal so auf den Punkt bringt. Na, von der Politik wünsche ich mir Mut. Und zwar auch den Mut zum Fehler. Okay. Ja. Das Pendant dazu ist, von der Stadtgemeinschaft wünsche ich mir so viel Reife, dass sie Fehler nicht abstraft, sondern als Lernprozess sieht. Mhm. Ja, das ist für mich Demokratie. Okay. Also ja. Auch ist ja ein Experimentierfeld. Von der Politik wünsche ich mir, und jetzt nicht nur von Rüsselsheim, sondern ganz allgemein, die Kreativwirtschaft ist eine hochpotente Branche. Hochpotent. Also das ist in vielen Ländern jene Branche, die die höchsten Gewinnspannen hat. Ja? Wohl mit dem Nachteil, dass sie nicht so personalintensiv ist, also nicht so viele Jobs schafft, aber was unterm Schnitt übrig bleibt, sind hohe Gewinne.
viel höher als zum Beispiel im Tourismus. Ich glaube nicht ganz so hoch wie in der Pharmaindustrie, aber egal. Ne? Also so, da wünsche ich mir von der Politik, dass sie der Kreativwirtschaft den Platz gibt, den sie hat. Und dass nicht davon ausgegangen wird, dass KünstlerInnen gratis arbeiten. Das passiert nämlich vielfach ja, noch. Ne? Ja. Also MusikerInnen spielen um, weiß ich nicht, eine Übernachtung, ein Zugticket und ein Abendessen. Mhm. Das geht nicht, das ist Arbeit. So ist da werden zigtausende Stunden geübt, um auf dieses Niveau zu kommen. Bildende KünstlerInnen malen, bildhauern ihr Leben lang. Ja, 90% landen im Papierkorb, damit sie dieses eine Bild, das für sie vielleicht interessiert, dann wirklich professionell rüberkommen. Das muss entgolten werden. Hm. Da fehlt es auch an Wertschätzung. Da fehlt es an also Wertschätzung für diesen Bereich und auch für die Leistung. Ne? Also ja. So, und man meint immer, ja, das müsste funktionieren wie andere Branchen. Ich wünsche mir von der Politik, dass sie mal dieses Konzept der Gewinnorientierung und des Wachstums überdenkt. Das passt für viele Branchen. Sie werden mich sehr pragmatisch erleben. Ich bin überhaupt ein sehr sparsamer Mensch. Also wenn ich sage, wir brauchen mehr Geld, dann meine ich da nicht viel. Hm. Aber ich meine Basic-Abdeckung von, weiß ich nicht, dass man das Geld hat, eine Webpage bauen, dass man sich in der Kommunikation professionalisieren kann. Sie haben es gesagt, wer heute nicht kommuniziert, ist quasi tot. So ist es. Na? Aber stellen Sie sich vor, wir haben kein Personal dafür. Mhm. Einfach nicht die Ressourcen, geht nicht. Und das ist unprofessionell. Ja? Also so, und wir wollen nicht fünf. Das ist so ein... Ja, also... gut, das war jetzt der Werbeblock, okay. Das war der Werbeblock, genau, der Werbeblock. Jedenfalls, das muss irgendwie klar sein, dass bestimmte Branchen für diese Gewinnmaximierung und für das Wachstum, ja, für das Wachstum ist eigentlich gar nichts mehr geeignet, aber für die Gewinnmaximierung schon, aber andere nicht. Gesundheit, Soziales, Bildung, Kunst, Kultur werden nie gewinnorientiert funktionieren können. Werden sie nicht. Ja. Und das bedeutet, ich verstehe nicht, warum Politikerinnen immer meinen, es müsste das eine, also ein Konzept müsste auf alle zutreffen. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht korrekt. Und man muss einfach diesen Wachstumswahnsinn, ja? Wenn wir noch mehr Grünflächen verbauen beispielsweise, ja, täglich weiß nicht wie viele Fußballplätze, dann haben wir irgendwann gar kein Grün mehr. Das hat aber dann auch Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht. Jetzt wechseln wir aber das Thema. Ja, ist egal, wir wechseln nicht das Thema, es ist das Gleiche. Ja, also ja. Wenn wir aufhören, Kunst und Kultur zu fördern beispielsweise, Kunst und Kultur haben massive Beiträge zur Entwicklung des Menschen getragen, wirklich ganz massiv. Ja, dass wir miteinander höflich sprechen, dass wir uns Häuser bauen, wo wir uns drin schützen, die wir heizen können, uns nicht den Schädel einschlagen, dass wir sowas empfinden können wie Berührung, Sinne, all dieses. Das ist ein Verdienst der Künste und das muss anerkannt werden. Ne? Also Künste haben ja vor dem 19. Jahrhundert viel eine relevantere Rolle gehabt als jetzt. Das ist quasi durch Herrschaftswissenschaften ersetzt worden. Und das muss wieder irgendwie auf gleiche Augenhöhe, ganz einfach. Ja? Ich merke, Sie sind da wirklich eine Streiterin für dieses Feld. Also, so, haben wir denn stehen? Und was wünsche ich mir von der Stadtbevölkerung? Ja. Von der Stadtbevölkerung wünsche ich mir, dass sie dieses neue Biedermeier, wo man dann so nach der Arbeit nach Hause geht, dann macht man Zuhörfernsehen auf, ja, schaut vielleicht noch ein bisschen Rüsselsheim, wie heißt das? Entdecke Rüsselsheim, aber das war es dann schon. Ja. Raus auf die Straße. Eine Innenstadt wird sich nur dann beleben können, wenn die Menschen auch wirklich rausgehen, wenn sie den öffentlichen Raum als ihren Raum anerkennen und wenn sie das, was sich dort tut, sozusagen, wenn sie teilhaben. Das kann sowohl sein im sich aufregen, als auch im Mitspielen, mit Sport betreiben, in weiß ich nicht, ins Kulturprogramm zu gehen etc. Ja, also so, und gerade nach Corona, da sind wir ja so in eine kollektive, weiß ich nicht, Stille verfallen. Ne? Also jetzt, das hat sich unglaublich dynamisiert und da müssen wir auch wieder raus. Also Rüsselsheimerinnen, Rüsselsheimer, raus ist die Message hier. Ja? Sehr gut. Ja. Okay. Gut. Gerne auch zu uns. Werbespruch Ende. Ja. So, die dritte Frage. Die dritte Frage, wissen Sie was? Die habe ich fast vergessen. Ja. Ja?
Ah ja, wir waren bei der Innenstadt. Genau. Ja? Ich weiß, warum ich sie vergessen habe, weil wir haben jetzt sehr viel drüber geredet. Aber genau, nehmen wir an, sie hätten auch alles Geld der Welt, sie würden auch wieder gewählt werden und so weiter und so fort, dürften Fehler machen etc. Was würden Sie in dieser was würden Sie in dieser Stadt machen? Ne? Also welche Interventionen würden Sie setzen? Also die, wenn wir es jetzt mal auf die Innenstadt fokussieren, das ist natürlich ein heikles Thema in Rüsselsheim, das muss man so sehen. Es ist zum einen ein Thema, das natürlich viele deutsche Innenstädte betrifft, diese allgemeine Entwicklung. Muss ich keinen erklären, immer mehr Onlinehandel, die Geschäfte machen zu. Das haben wir, das, was alle haben. Die Frage ist, was macht man da? Wir haben da gibt es viele Gründe für kleine Schritte versucht in Rüsselsheim. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit den kleinen Schritten sehr schwierig ist. Okay. Ich glaube, dass man da einen großen Schritt machen muss. Ja, ja, dass man da einen großen Schritt machen muss. Ich sage auch ganz offen, ich glaube, dass in der Innenstadt, ich kann mir das auch anders vorstellen, aber ich sage jetzt mal ganz hart, der Markt versagt hat. Also wir haben diese Innenstadt, die hat der Markt so hinterlassen. Ja? Mhm. Der Markt funktioniert in dem Sinne nicht, er liefert nicht das, was viele von uns gerne hätten. Ja? Also der Markt liefert uns nicht den Markt, denn diese Innenstadt, die wir gerne hätten. Sondern der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage, ja, und da gibt es bestimmte Mechanismen und deshalb sieht die Innenstadt so aus, wie sie aussieht. Ja? Wobei ich finde sie gar nicht so ganz schlimm, da gibt es auch tolle Sachen, aber insgesamt gibt es natürlich riesiges Verbesserungspotenzial. Oder wir haben so schön gesagt, es schläft alles ein bisschen und jetzt, ja, okay. Ich glaube, jetzt sind wir ausgeruht. Ja, Sie haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal ideale politische Rahmenbedingungen, also das Geld da, sind die Strukturen da, sind die Mehrheiten da, die politischen. Nehmen wir an, das hätten wir alles. Dann wäre die Grundidee, um es sehr, sehr vereinfacht zu sagen, wir holen alle, die an der Innenstadt beteiligt sind, an den Tisch. Also die Eigentümer, die Betreiber, die Stadt, potenzielle Investoren, die Banken, also alle, die damit zu tun haben, die holen wir an einen Tisch. Es gibt ein Konstrukt, eine Gesellschaft oder wie man das auch immer nennt, die sagt, hör zu, wir diskutieren ein Konzept und diskutieren das auch aus, auch dann mit den Bürgern ausdiskutieren, da kommen wir wieder zurück, was wir vorhin hatten, ja, und dann tarieren wir das aus, was die Wünsche sind, was die realistischen Vorstellungen sind und dann sagen wir, so soll unsere Innenstadt aussehen, so hätten wir sie gerne. Dann muss es aber so sein, dass ein Gremium, da müssen Fachleute drin sein, da muss Politik sein, da muss das Geld, platt gesagt, drin sein, ja, die kriegen diesen Auftrag, dieses Konzept umzusetzen. Und das halte ich, muss sehr radikal sein. Ich sage mal ganz hart, es müssen viele Sachen schlicht und einfach abgerissen werden. Dann muss man sich überlegen, da kann man natürlich sagen, so wie das oft gemacht wird, es gibt auch bestimmte Fassaden, die kann man ja erhalten. Es gibt auch einzelne Häuser, die kann man erhalten. Es gibt gewisse Dinge, die sollte man vielleicht sogar wieder aufbauen, wie es früher mal war. Es gibt aber auch Sachen, die sollte man komplett neu machen. Also ein stimmiges Konzept und da müssen alle mitmachen. Das hat am Ende natürlich, das wird die Krux sein, mit Geld zu tun. Also sie müssen Geld in den Pott rein, weil sie müssen das überbrücken. Sie müssen denen, die von der Rendite der einzelnen Grundstücke leben, ja, denen müssen sagen, hör zu, wir garantieren dir für eine gewisse Zeit deine Rendite. Du musst aber damit einverstanden sein, dass wir am Ende, dass dein kleiner Anteil ein Teil dieses Gesamtkonzeptes ist. Ja? Und du kannst ehrlich gesagt nicht mehr bestimmen, ich will da weiterhin einen Blumenladen drin haben oder den 25. Friseurladen oder den 23. Dönerladen, sondern da kommt etwas rein, was laut Konzept da rein soll. Ja? Da ist auf der einen Seite wenig Markt drin, weil ich sage, Politik oder das Gremium im politischen Auftrag sollte sich da mal was ausdenken, sehr im Detail, was man da will, was man nicht will. Wo es dann wieder reinkommt, ist, dass man einen, ich sag jetzt mal Manager, Managerin dahinsetzt und sagt, du führst das bitte federführend für uns aus und dann kann von mir aus sehr, sehr viel Markt reinkommen. Dann sagen, ich will das und dann gucken wir uns mal drei Konzepte an, weil ich das haben will und das Beste, nicht nur vom Preis, sondern überhaupt, aber Preis kann auch natürlich eine Rolle spielen, das kommt dann dahin. Mhm. Ja. Also hart gesagt, wir müssen das ein bisschen steuern, wir müssen das steuern dahin, das ist aber ein ganz dickes Brett. Ja. Also dahin zu kommen, da müssen wirklich politische Mehrheiten stimmen, das muss Geld da sein, es muss der Wille, da müssen auch nicht alle mitmachen, aber es musste der Großteil mitmachen, ja, alle werden sie nie bekommen, aber da müssen, sagen wir mal, 70% mitmachen. Ja. Und das wäre ein Konzept, das sie, da brauchen sie 10, 15, 20 Jahre, um das umzusetzen. Mhm. Ganz schwierig. Ja. Wahrscheinlich werden wir es eher in kleinen Schritten dann doch machen müssen. Das ist wieder dieses Klein-Klein. Ja. Mhm.
weil die Rahmenbedingungen es nicht hergeben. Na, das da verstehe ich das Klein-Klein, ja, ja. Weil wir reden hier ja von Unsummen. Genau. Also so, und das ist ein ganz, ganz dicker Zug, ein, das ja, ist der da fährt. Ganz ja. dicker so ist es. Zug, ja. Also aber Sie haben mich ja gefragt, wenn es sozusagen ja, Idealvorstellung, eben. Das wäre sozusagen ja. die abgelieferte Idealvorstellung. Und ich bin mir einigermaßen sicher, das strategische Ding da drin ist das Geld. Ja, weil natürlich. Hätten wir ja. jetzt jemanden, der sagt, was man sieht hier, eine Milliarde. Ich glaube, dann hat man auch die Mehrheit. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich bin dann findet sich sicher. Dann jemand. Nein, also, ich meine, wie sagt ja. der Reinhard Fendrich, jeder ist zum Haben, also jeder ist ja. käuflich. Absolut. Ja, ja. Das ist nur die Frage des Preises. Ja. Und der, ich finde das ein tolles Schlusswort. Jeder ist so zu Haben für Kunst und Kultur, sagen ja. wir in dem Fall. Ja. Wir sind mit unseren Fragen durch. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt uns hier unterhalten haben. Für mich, es war sehr interessant, sehr spannend, interessante Aspekte. Das werden wir weiter verfolgen. Vielen Dank, Frau Dr. Mangelsch, dass wir uns hier so nett unterhalten können. Ja, erfreuen Sie sich an den Ausführungen, die wir hier geleistet haben. Ich denke, es war ein bisschen locker und lustig. Vielen Dank und ich sage Tschüss.